Die Werkstatt bei Recycle in St. Wendel, ja, das nenne ich ja mal eine Hebebühne für Fahrräder. Die ist wirklich vom Feinsten, denn hier muss ich das Fahrrad nicht mehr von Hand hochheben, oder? Nee, da geht es einfach per Knopfdruck von alleine hoch. Teuer? Durchaus, aber die Investition wert. Ja, denn die Fahrräder werden immer schwerer, muss sagen. Mittlerweile sind ja Batterien drin und Motoren mit allem drum und dran. Ja, wir sind in der Werkstatt bei dir. Warum zeigen wir das? Ja, weil wir jemanden suchen. Er sucht nämlich eine 450 Euro Werkstatt/Verkauf, Aushilfe, männlich, weiblich, divers, so schnell wie möglich. So schnell wie möglich, ab sofort startend, sowohl für St. Wendel als auch für Riegelsberg. Also zwei Personen, genau. Kein Wechseljob, sondern zwei Leute, genau. Die er sucht. Ja, hier sieht man das. Was ist denn so in der Werkstatt alles zu machen? Wir haben Reparaturen, Neuaufbau. In dem Fall jetzt Neuaufbau. Unser Praktikant ist da tatkräftig mit unterstützend. Und ja, alles, was am Fahrrad anfällt. Oder, wie du siehst, sogar an der Hilfe für die ältere Dame oder den älteren Herrn. Warte, ich zeig's mal gerade. Das heißt, ihr repariert alles, was keinen Motor hat. Und zum Beispiel auch vier Räder, ein Rollator, genau. Ja, aber das ist ja auch mittlerweile im Straßenbild gang und gäbe. Auch da habt ihr ab und zu mal eines, jetzt selten, oder? Ist eher selten, aber das können wir auch mit unterstützen. Genau, habt ihr mit dabei. Ihr habt eine tolle Werkstatt, ihr habt tolles Werkzeug. Das heißt, ihr spart wirklich an nichts. Ihr seid da immer am neuesten Stand. Du hast jetzt hier in St. Wendel dir natürlich das optimale Fahrradgeschäft basteln können. Ja, das heißt, du hast einen Kubus hier hingestellt, der es in sich hat. Wie viel Quadratmeter? 800? Wir haben knapp 800 Quadratmeter gesamt, ja. Eine große Werkstatt mit allem drum und dran, aber auch in Riegelsberg. Die Werkstatt ist ordentlich ausgestattet, da fehlt es an nichts. Ihr habt ganz viele Leute, die man fragen kann, wenn ich mal was nicht weiß. Richtig, genau. Also die Werkstatt ist dafür zuständig, wenn es um technische Fragen geht oder Abwicklungen. Da hilft die Werkstatt. Genau. Ihr habt immer jemanden, der nochmal drüber guckt, die Endabnahme macht. Genau. Ja, ein Profi. Das heißt, auch wenn ich jetzt Anfänger bin, dann geht es ja um einfache Tätigkeiten. Wenn ich natürlich das alles gut kann, auch kein Problem. Für wen wäre denn so eine Stelle? Zum Beispiel, wenn ich Rentner bin. Zum Beispiel ein Rentner. Wir haben auch schon einen Rentner hier, aber wir brauchen, wie gesagt, Verstärkung. Es reicht nicht aus. Also von der Altersstruktur her, ob jetzt Student, Schüler, auch durchaus startend. Aber wichtig ist halt auch die Zeit. Gerade jetzt im Verkauf, Wochenende, Freitagnachmittag, Samstag sind halt durchaus Punkte, die auch wichtig sind. Ja, da sind wir schon beim nächsten Thema. Also nicht nur die Werkstatt ist ja gefragt. Daneben, wenn du mal ganz kurz, du hast das F, genau, Werkstatt/Verkauf. Das heißt, ich gucke jetzt hier von der Werkstatt in deinen Laden rein. Ja, jetzt schaue ich mal ganz kurz, kann ich durchgucken. So, und dann kann es passieren, gerade samstags, was heißt kann es passieren, es passiert regelmäßig, du hast auf einmal mehr Leute im Laden als Verkäufer. Richtig, genau, das kommt durchaus vor, weil wir wollen ja auch optimal beraten und wir reden beim Fahrrad ja auch von einer Investition, die man jetzt nicht mal gerade schnell in 5 Minuten kauft. Gerade beim E-Bike, ja. Gerade beim E-Bike oder auch nicht beim E-Bike, also auch da ist natürlich viel Vielfalt geboten und für die optimale Beratung dauert es halt auch etwas und braucht Zeit und dann brauchen wir durchaus halt auch mal jemanden, der jetzt nur einen Schlauch braucht, dem schnell geholfen wird, der eigentlich nur 2 Minuten hier drin sein möchte, jemanden, der auch den Verkauf mit abwickeln kann. So, wenn ich jetzt fahrradbegeistert bin, immer mehr Leute haben ein Fahrrad, also muss jetzt kein Reis, kann sich jeder bewerben, also jeder, der Zeit hat, das kann auch jemand sein, der einfach nur Zeit hat und ich sag mal keinen Job hat und so weiter, also und sagt, die 450 Euro nehme ich gerne mit, das funktioniert als pauschale Versteuerung. Das bedeutet, die 450 Euro kriege ich netto raus. Genau, die bekommt man netto raus, richtig. So, das heißt, ihr kümmert euch um alles, also auch um die, ich sag mal, Aufschläge und so weiter, die abzuführen sind. Derjenige darf aber keinen 450 Euro Job bereits haben. Nein, das geht nicht. Also er könnte schon einen haben, wenn er jetzt dementsprechend nur 250 Euro verdient, könnte die restlichen 200 bei uns verdienen. Aber wir brauchen schon jemanden, der auch die effektive Zeit ausschöpft. Genau. Ja. So, über, ich sag mal, das Gehalt und wie das ist, das kann man alles persönlich besprechen. Genau. Ihr sucht langfristige Mitarbeiter. Also jetzt nicht nur kurzfristig, sondern es ist sogar wahrscheinlich, dass man nicht nur im Sommer beschäftigt ist. Wenn man gut ist, hat man hier wahrscheinlich für die nächsten paar Jahre einen guten 450-Euro-Job. Genau. Wenn man gut ist, kann es vielleicht auch mehr werden. Das kommt immer ganz drauf an. Aber alles ist möglich. So. Muss ich denn der Fahrradprofi sein? Nein. Also wichtig ist gerade im Verkauf, Kundenkontakt, Freundlichkeit, das ist das A und O, das ist wichtig und das sollte man natürlich schon mitbringen. In der Werkstatt sollte ich natürlich das technische Verständnis haben, das heißt also, wer selber schon mal Schläuche wechseln kann, Bremsen reparieren kann und so weiter. Es geht um einfache Tätigkeiten, richtig? Genau,
Also durchaus die Neuradmontage, die von uns aber zum Schluss nochmal durch die Profis dann kontrolliert wird. Es geht wirklich dann um die Hilfe, aber halt auch gerade im Verkauf die Unterstützung für die kleinen Sachen. Ja, ihr habt nicht nur Fahrräder, ihr habt auch das Zubehör dafür. Das heißt, hier kann ich mich richtig austoben. Wenn ich Fahrräder liebe, dann bin ich bei euch richtig. Ja, wenn ihr einen 450-Euro-Job sucht, ja, ein bisschen technisches Verständnis habt, das kann auch gerne Mädels sein, die schrauben. Es gibt immer mehr Frauen, muss man sagen. Dann wendet euch vertrauensvoll an Nico Ockenfels. Das ist so. Und das Ganze kann jetzt an jobs@recycle.de gehen. Ja, jobs@recycle.de. Und ja, einfach bewerben und eine Stelle in St. Wendel, eine in Riegelsberg. Richtig, genau. Super. Ja, vielen Dank, Nico Ockenfels. Wenn ihr Lust habt, bewerbt euch. Ja, Fahrräder, der neue Supertrend. Nicht nur im Jahr 2019, sondern wahrscheinlich auch die nächsten 10, 20 Jahre. Wenn ihr Lust habt, bewerbt euch. 450-Euro-Stelle. Tschüss, Nico. Tschüss, Sven.